der Straftaten in der Kategorie nicht zuzuordnen vernommen. Wir wissen, dass hier ein großer Teil im Zusammenhang... Was für Straftaten sind nicht zuzuordnen? ...mit der Corona-Leugner-Szene und den Corona... Ach, extremistische Straftaten, wo man nicht weiß, sind das jetzt Rechtsextremisten, Linksextremisten... ...steht, die wiederum völkisches, antisemitisches und rechtsextremes Gedankengut pflegt. Daher ist die Gefahr, kein Wunder, dass Sie schreien, Frau von Storr, daher ist die Gefahr von rechts garantiert noch größer als die PMK-Statistik, die es derzeit abbildet. Danke, Frau Vorsitzende, dass Sie mir die Gelegenheit geben, auf die Ausführungen Kollegin Teuteberg einzugehen. Sie haben mir vorgeworfen, dass wir die neuen Phänomene, wie Sie es nennen, in der Corona-Leugner-Szene zu Unrecht rechts bezeichnen. Diese seien vielmehr indifferent in ihrer politischen Bewertung. Ich will Ihnen sagen, das, was wir dort vorfinden, sind nicht einfach Verschwörungserzählungen. Das sind antisemitische Narrative, die weit zurückgehen, auch in die Vergangenheit. Es sind sozialdarwinistische Vorstellungen. Das Recht der Stärkere soll sich durchsetzen. Sie bekämpfen den Staat, um ein autoritäres Regime zu errichten. Sie lehnen die Institutionen an. Sie können alle Einstellungsebenen des Rechtsextremismus durchgehen. Sie finden alle diese Facetten, auch den Rassismus, zum Beispiel in diesem antiasiatischen Moment, den wir dort auch gefunden haben, in der Corona-Leugner-Szene. Wir müssen endlich anerkennen, sie ist das Ergebnis einer rechten Mobilisierung und einer rechten Ideologie. Danke. Sie dürfen antworten, Sie haben. Das ist sehr peinlich gewesen gerade. Kollegin Rett, wenn nur die Linke klatscht, das ist echt unangenehm, weil das halt zu wenig sind. Sie bestätigen gerade mit Ihren Einlassungen all das, was ich meinte, nämlich die Ignoranz dem gegenüber, dass es sowohl Antisemitismus, leider auch autoritäres Denken und vieles mehr nicht nur in einem politischen Lager gibt, dass es das... Hat recht, die Teuteberg. Auch auf der linken Seite durchaus gibt und vereinfachte Geschichtsbilder. All das bestätigen Sie leider damit. Ich habe keine Einordnung vorgenommen, sondern habe beschrieben den Respekt davor, dass die Sicherheitsbehörden eine Tat nicht eindeutig einem bestimmten politischen Seite zuordnen können, dass man das dann auch so redlich kommunizieren sollte und dass wir uns mit neuen Phänomenen auseinandersetzen sollten, hat eben nichts mit Verharmlosung, sondern mit Ernsthaftigkeit zu tun. Also Herr Hoffmann, das, was Sie mir gerade vorgeworfen haben, das weise ich erstmal aufs Entschiedenste zurück. Und wenn Sie mich schon zitieren... Was hat denn der Hoffmann vorgeworfen? Der wäre das, wenn wir es nicht rausfinden, habe ich das Gefühl. Dann bitte ich doch darum, dass Sie mich bitte auch richtig zitieren. Ich habe eine Reihe von rechtsextremistischen Anschlägen aufgezählt. Ich habe auch den Anschlag auf dem Breitscheidplatz aufgezählt. Und ich habe dabei gesagt, dass all diese Ereignisse in eine Zeit fielen, in denen die Union hier Verantwortung getragen hat. Und das ist ja wohl unbestreitbar, Herr Hoffmann. Was soll das denn? Der nächste Anschlag ist jetzt passiert, da liegt Ihre Verantwortung. Aber was ist das Ganze schlimm? Ja, aber... Ich weiß nicht, was für ein Ding ist, weil es wäre weird zu sagen, Jungs, da und da und da und da gab es einen Amoklauf und ihr wart an der Regierung, also das muss ja, das hat ja zusammen, das ist ja unumstreitbar. Es hat einen gewissen Zusammenhang wegen Terrorbekämpfung und so Vordings, ihr wisst, aber das wäre einfach so weird, das einfach so random zu sagen. Wie Sie sich jetzt hier hinstellen. Aber ich denke nicht, dass Sie das gemacht haben, weil die schlau, was Schlaues gesagt haben. Können und das, was ich gesagt habe, so verdrehen können, dass ich Ihnen angeblich vorgeworfen habe, dass Sie von der Union persönlich für diese Attentate verantwortlich sind, das ist einfach ungeheuer. 8 Stunden veganer Talk angehört. Ehrlich, und das weise ich aufs Schärfste zurück, Herr Hoffmann. Du hast dir 8 Stunden einen veganer Talk an. Es gibt einen veganer Talk angehört, wie sie 8 Stunden lang irgendeinen 40-Jährigen ins Gewissen reden, dass er Veganer wird. Gut. Finden wir uns hier. In einer politischen Auseinandersetzung und ich hoffe doch sehr, dass wir das auch weiterhin gemeinsam tun können, in der wir darum ringen, was denn die beste Sicherheitspolitik... Discord-Talk. Bruder, Eva, das klingt halt hart unspaßig. Digga. ...hier für unser Land ist und da muss ich noch einmal eindringlich an Sie appellieren, dass Sie sich dann auch bitte zu der Verantwortung, die Sie die letzten 16 Jahre hier in diesem Haus und im Bundesinnenministerium getragen haben, auch bekennen. Herzlichen Dank. Innenministerium. Frau Kollegin Mihalic, schauen Sie, das ganze Haus ist ja nun mal Zeuge dessen gewesen, was Sie hier gesagt haben. Und jetzt versuchen Sie es zum einen zu relativieren und zum anderen ist es so, warum stellen Sie denn genau... Ich kann mir vorstellen, das ist lustig. Wenn ihr so weißt, so radikalemäßig, Bro, du hast eine Kuh schief angeguckt, ich werde deine Mutter umbringen. Oder halt so korrekte Veganer. Radikal ist für lustig, Real Talk, man. Diesen Zusammenhang her und im Übrigen haben... Korrekte Veganer, das klingt so, als wärst du die meisten nicht korrekt, weiß ich mal. Haben Sie sehr viel... Ich hasse alle Veganer, yeah, cool. ...unmittelbarer formuliert, als Sie es jetzt gerade formuliert haben. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das Echo jetzt wehgetan hat. Aber wenn Sie sich in Ihrer Rede mit diesem Zusammenhang hier aufs Parkett begeben, dann müssen Sie genau mit dem Echo reden. Herr Hoffmann, rechnen. Ihre Wolte gerade gegenüber der Kollegin Mihalic war zutiefst schäbig und unredlich. Das muss ich mal festhalten. Schäbig. Sie wird, wie das Protokoll zeigen wird, sie war zudem unwahr und es war die klassische Figur eines Whataboutism. Ah, die wollen ihre Katzen zu Veganern erziehen. Ja, dann sind das halt actually Tierquäler. Das ist halt auch einfach dumm. Das sind Fleischfresserpunkte. Die essen... Digga, das ist halt einfach... Das ist Tierquälerei. ...eines Ablenkungsmanövers von ihren eigenen Defiziten, ihrem eigenen Scheitern. Frauen, aber unsere ganze Gesellschaft brauchen rechtssichere Lösungen für alle Lebenswirklichkeiten.
Und als Bundesfamilienministerin freue ich mich riesig über den Erfolg der frühen Hilfen, die Bundesstiftung Mutter und Kind oder auch unsere Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung vor ungewollter Kinderlosigkeit. Lisa Paus. Reproduktive Rechte sind leider nicht selbstverständlich. Sie geraten immer wieder unter Druck. Das zeigt jetzt auch der Entwurf des US-Supreme Courts. Und auch in europäischen Nachbarländern deuten sich geschlechtspolitische Rollbacks an. Rollbacks, cool. Der Gott sei Dank! So ein Recht von uns allen scheint das zu gefallen, wie wir gerade hören konnten. Und mal zum Thema nachgelagerte Verhütung, wie das gerade von der AfD benannt wurde, was ja... Nachgelagerte Verhütung? Was ist denn das? Sag das zu wenig. Aber stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt erwarten, dass jeder Mann, der keine Kinder will, eine Vasektomie durchführen lässt. Das wäre doch mal was, ne? Scheint aber auch ein bisschen absurd. Absolut übergriffig. Aber man erwartet ja schließlich von Frauen auch, dass sie Hormone schlucken, die massive Nebenwirkungen haben. Ich will nicht vasektomiert werden. Erwartet von Frauen, dass sie für die Pille danach eine demütige Beratung über sich ergehen lassen. Und eigentlich erwartet man ehrlicherweise von Frauen auch, dass sie noch die Kondome dabei haben, um am Ende mit irgendeinem Typen diskutieren zu müssen, dass sich das ja nicht so toll anfühlt. Hä, ich muss gar nicht, dass meine Beratung da machen muss. Ich dachte, man kann so in die Bibliothek, die Apotheke sneaken, so, ey, yo, Bro, du weißt gerade ganz schwierige Situation, ich nehm das, du kriegst das hier und einen Schenkelklopfer. Das müssen wir meiner Andachte andenken. Ja, sollten vielleicht auch mal was brauchen von der AfD. Vielleicht sind es dann mal ein bisschen entspannter. Erlauben Sie eine Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch. Ach nee. Aber die war wirklich so maximal gefangen. Die wusste, ey, da kann jetzt nichts kommen. Wirklich da. Oh nee, Digga. Um jetzt. Oh ja, Digga, wie gaulen wir zeigen. Im Ernst, ich hätte gern gewusst, was sie fragt. Das hätte ich im Ernst gern gewusst. War das nur ein Nein oder nur ein Stoßseufzer? Selbstbestimmung darf kein Verbrechen sein, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, erlauben Sie noch eine Zwischen- oder Nachfrage von Frau von Storch? Offensichtlich nicht. Die Störche sind vorbei. Es ist gerade Storchenzeit, wenn ich darauf hinweisen darf. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Intervention zulassen. Ich habe eine Frage an Frau Bayram, die richtet sich an alle die hier für dieses Abschaffung des Werbeverbots auch gerichtet haben, aber... Ach, das geht um Paragraph 92. 20 oder sowas? Sie sind jetzt adressiert. Sie reden alle über die Frauen und das Recht der Frauen. In extenso. Das Einzige, was bei Ihnen nie vorkommt, ist das ungeborene Kind. Das findet in Ihrer gesamten Debatte nicht statt. Ist ja ungeboren und zu dem Zeitpunkt, wisst ihr, was ich noch rausgefunden habe? Dass dieses Ding ist, jo, wenn ein Wesen ein Herz hat, dann vorbei. Aber die Kinder kriegen schon so eine Minute lang befruchtet, direkt halbe Herz, weißt du, mein? Das ist schon direkter, Digga. Also meine Opinion, sobald das Kind fühlt, oder wenn das Kind fühlt, Schmerzen so finden kann, dann ein bisschen spät. Aber eigentlich ist das so, abtreiben easy, Digga. Mach, real talk, mach, lass abtreiben, so viel du willst. Weil ich meine, wenn man es legalisiert, passiert es trotzdem. Aber dann unter Gefahr, das stirbt vielleicht nur die Mutter. Und dann holen die sich irgendwie so ein kacke Bügeleisen. Nicht Bügeleisen, sondern... Kleiderhaken. Ihr seht, ich habe auch einfach Expertise da drin. Also das, was ich sage, solltet ihr wie bare Münze nehmen. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, ab welchem Moment Sie anerkennen, dass das ungeborene Kind ein Mensch ist, das... So, Jungs, so zwei Monate vorher hätte ich gesagt, maybe ist jetzt zu spät. Du hast jetzt so echt genug Zeit gehabt zu sehen, ey, Bro, ich möchte es eigentlich nicht haben. Das wäre so mein Ding, so random reingegast, zwei Monate vorher, das ist das Ding. Volle Menschenwürde hat, das ein Lebensrecht hat, das... leben darf und dass man nicht mehr antasten darf. Sagen Sie mir, ab welchem Monat Sie der Meinung sind, dass eine Abtreibung nicht mehr zulässig sein soll. Bis wann muss ein ungeborenes Kind um sein Leben fürchten und ab wann nach... Die Geburt dauert 9 Monate, also dann 7. 7., 8. Monat. Da hätte ich gesagt, juckt, das reicht. Ihrer Anschauung ist das Leben des ungeborenen Kindes lebenswert. Oh, Sie können antworten. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Storch, ich stelle fest, dass Sie das Thema immer noch nicht verstanden haben und auch keinen wertvollen Beitrag zu dieser Debatte liefern können. Insoweit hätte Ihre Fraktion Ihnen das Recht einräumen können, zu dieser Debatte zu diskutieren. Der Beitrag Ihres Kollegen Seitz hat eigentlich das Desinteresse Ihrer Fraktion an einer vernünftigen Debatte an diesem Punkt deutlich gemacht. Ja, das ist auch richtig. Sie können schon die Frage beantworten. Und Ihre Kurzintervention war nicht dazu geeignet, das in ein anderes Licht zu rücken. Deswegen steht für meine Fraktion fest, wir werden das Thema weiter sachlich bearbeiten. Ja, komm, ja, das ist jetzt aber, der war jetzt nicht gut, der Move, der hat das will ich auf dem YouTube-Kanal landen und dann haben die Leute zu Recht zu sagen, oh, jetzt geht ja der Bart aus dem Weg. Und wir wollen den Lebensschutz für alle Beteiligten durch medizinische Information sicherstellen, indem wir den Paragraphen 219a streichen. Vielen Dank, Frau Kollegin Bayram. Ja, das war, oh Gott, das mit dem Daumen runter ist noch peinlich, aber ja, ich bin gleich da, Pepe. Haben die Frage beantwortet, das mag Ihnen gefallen. Ja, ich versuche gerade zu erklären, sie hat geantwortet, ob sie das mit zufrieden stellt oder nicht, liegt nicht mehr im Ermessen des Präsidiums. Noch einmal, sie hat die Frage beantwortet im Rahmen ihrer Möglichkeiten und sie hat, ja, warten Sie doch, und dem,
und im Rahmen Ihres Verständnisses. Insofern, ja, können wir das nicht tun. Ich muss feststellen, dass Sie von der Unionsfraktion, Kollegin Beer hat das jetzt gerade nochmal sehr deutlich gemacht, aber auch Sie, Frau Wagner, auch in den letzten Debatten, das, was Sie in den letzten Jahren zu § 219a immer wieder gemacht haben, nochmal fokussiert haben, zu einer Spitze zu treiben, zu sagen, das ist eine permanente Vermischung in diesem Gerüst, von dem Sie sprechen, mit 218. Der Justizminister, die Frauenministerin haben es sehr deutlich gemacht, das ist tatsächlich einfach falsch, dass Sie das behaupten, hat damit zu tun, dass Sie tatsächlich immer und immer wieder auf das Gleiche hinaus wollen und auch in Ihrer moralisierenden, emotionalisierenden Rede mit Schuldzuweisung, mit denen Sie natürlich die ganze Zeit hier auch austeilen, geht es darum, und das muss ich einfach feststellen, dass Sie eines tun, Sie prägen eine extreme Misstrauenskultur gegen Frauen, gegen die Selbstbestimmung von Frauen und vor allen Dingen gegen die Informationsfreiheit und das Berufsrecht von Ärztinnen. Und an dieser Stelle möchte ich die Frage an Sie stellen, Frau Kollegin Beer. Würden Sie zu Ihrer Frauenärztin oder zu Ihrem Frauenarzt gehen und ihm ins Gesicht genau das, was Sie hier an Misstrauenskultur jeder Ärztin und jedem Arzt in diesem Land, des Versorgungsauftrags, den wir gegenüber für ungewollt Schwangere haben, jedes Land hat diesen Versorgungsauftrag und es wird immer schwieriger, die Versorgungslage sicherzustellen. Würden Sie einer Ärztin Ihres Vertrauens, genau dieses Misstrauen, was Sie hier seit Monaten und seit Jahren in diesem Bundestag tragen, würden Sie das einer Person, der Sie anvertrauen, Ihre Gesundheit ins Gesicht sagen? Das würde ich wirklich gerne von Ihnen wissen. Und würden Sie einer Frau auch ins Gesicht sagen, die ungewollt schwanger ist, dass Sie das moralisch, was Sie hier auch immer vortragen, auch verurteilen? Würden Sie das tun? Frau Kollegin, Sie können jetzt antworten. Ehrlicherweise erlebe ich Sie moralisierend und nicht uns. Und auch wenn Sie es ehrlicherweise nichts angeht, sage ich es Ihnen trotzdem. Unangenehm, wenn die AfD klatscht, Digga. Wirklich, das wäre mir jetzt, egal was ich sagen würde, wenn ich AfD klatsche, ich würde dagegen sein. Ich habe ein hervorragendes, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem eigenen Frauenarzt und der stimmt mir in dieser Debatte und insgesamt in dieser ganzen Diskussion voll und ganz zu. Ich eröffne dir auch, nein, ganz klar, bitte, ich kann verstehen, dass emotional sehr aufführend ist, aber ich bitte die Kolleginnen und Kollegen auch von Bündnis 90 Die Grünen Platz zu nehmen, liebe Britta Hasselmann, damit wir mit der Aussprache beginnen können. Mann, Hasselmann, die hasseln wohl nicht genug. Montana Black. Herr Brandner, das ist eine unbotmäßige Äußerung. Da sollte man nachdenken, ob das wirklich so ist. Also, ist selbst Ihrem Niveau unangemessen. Ja, das war als Bundestagspräsident jetzt nicht das Ding. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie erleben jetzt einen historischen Moment. Ich erteile dem Kollegen Dr. Ralf Stegner, SPD-Fraktion, das Wort. Warum ist das historisch? Sehr geehrter Herr Präsident, Ihr jugendliches Alter produziert sehr viel Altersweisheit. Das muss ich dazu sagen. Genau dieser Schulterschluss der Rechten mit den Diktatoren dieser Welt ist ein Sicherheitsrisiko für unsere Demokratie. Wir wollen keine liberale Demokratie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Zeitenwende-Rede die Neuorientierung unserer Sicherheitspolitik angekündigt. Sie müssen nicht lärmen, nur weil Sie keine Inhalte haben. Der Krieg mitten in Europa. Erschütternde Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung. Herr Kollege, der Verbunden, ich glaube, Frage des Kollegen Brandner. Von Rechtsradikalen lasse ich nie Zwischenfragen zu. Vielen Dank, Herr Kollege. Herr Dr. Stegner, es war historisch, weil wir beide über 10 Jahre das Vermögen Schleswig-Holstein-Land miteinander hatten. Deshalb war das heute historisch. Also meine Befürchtung, dass der Auftritt des Herrn Stegner eher hysterisch als historisch wird, hat sich ja dann letztendlich bewahrheitet. Und der Stegner, ich muss sagen, bisher kann ich Ihre faktenfreien Hass- und Hetztiraden eigentlich nur von Twitter, aber das, was Sie jetzt hier abgeliefert haben, hat das Ganze noch getoppt, wie man so schön sagt. Kein Wort zu unserem Ansatz, nur blanke Polemik. So können Sie vielleicht in Ihrer SPD-Ortsgruppe miteinander umgehen. Die Leute beschimpfen aber nicht hier im Deutschen Bundestag. Also ich glaube, Sie sind weder intellektuell noch politisch bisher hier im Deutschen Bundestag angekommen. Aber das ist jetzt eine Ja, muss aber sagen, da hat sie einen Punkt. Es ist jetzt nicht okay, sie jetzt rechtsradikal zu bezeichnen. Oh, ein Großteil von denen sind rechtsradikal. Das sind rechts. Radikal jetzt nicht. Ja, rechtsradikal doch schon. Großteil von denen sind rechtsradikal. Aber das kannst du nicht sagen. Bei Höcke kannst du sagen, der ist Faschist. Das ist Fakt. Das ist gerecht bestätigt. Aber das kannst du dir nicht sagen, weißt du, ich meine? Auch wenn es so ist. Es ist ein Bundestag, weißt du, ich meine? Ich meine, das habe ich vorher auch schon gewusst. Ich wollte mich beziehen auf eine Äußerung, die Sie gemacht haben, die wahrscheinlich jetzt gleich massiv mit Fakten unterlegt wird. Meine Partei oder meine Fraktion würde mit Rubel bezahlt, Herr Stegner. Können Sie die exakten Zahlungsflüsse von Rubel an meine Partei kurz mal hier skizzieren? Dankeschön. Frau Kollegin Bauer, Sie sind nicht dran jetzt, sondern der Kollege Stegner hat die Gelegenheit zu antworten. Herr Präsident, die Zwischenintervention hat ja sehr deutlich gemacht, dass der Geist tatsächlich links steht. Das wusste ich auch vorher schon, aber das haben Sie ausdrücklich nochmal bewiesen. Ich will daran erinnern, wenn Sie sich ja dagegen wehren, dass gestern Abend hier in diesem Hause ein Vertreter Ihrer Fraktion sich auf die Sportpalastrede von Goebbels bezogen hat. Der Kollege... Da habe ich so abgekürzt. Weingarten hat zu Recht das in die Ecke eingehauen, wo es hingehört und wo Ihre Vorgänger sind. Und was in der Tat so ist und was ich ein Problem auch für unsere Sicherheit finde, ist, dass es russische Quellen gibt, die rechtsextreme Arbeit unterstützen. Zum Beispiel die Arbeit Ihrer Parteijugend, die zu Recht übrigens vom Verfassungsschutz überwacht wird, weil das nämlich rechtsradikal ist, was die Leute dort tun. Und insofern... Hier ist meine Frage, war die Rubelzahlungsflüsse. Kann ich nur sagen. Ja, wenn der Verfassungsschutz hier beobachtet und sagt, Jungs, da fließt Geld aus Russland, dann muss man da auch nicht mehr wirklich viel sagen. Also, wie das genau abgewickelt wird, darum habe ich mich ehrlicherweise nicht gekümmert. Das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Fakt ist. Herr Kollege Brandner, für den Ausdruck, Sie sind ein lügenerteilter Ordnungsruf. Und ansonsten ist der Kollege Stegner mit der Antwort noch nicht ganz fertig. Fakt ist, dass jeder Auftritt hier beweist, dass die demokratischen Parteien aus ihrer Richtung keinerlei Hinweise auf deutsche Sicherheit brauchen. Die sind so unnötig wie ein Kopf. Und der jetzige Krieg in der Ukraine verdeutlicht, was uns auch schon zum Beispiel Afghanistan schmerzlich gezeigt hat. Sicherheitspolitik kann eben nicht in Silos gedacht werden. Sie besteht aus vielen Teilen. Aus Friedenspolitik, aus Diplomatie, auch aus militärischer Verteidigung, aus Zivilschutz, Energie, Cybersicherheit und aber auch Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist natürlich nicht einfach, liebe Kolleginnen. Es braucht Absprachen. Können Sie mal einfach Ihren Mund halten, bitte? Und wir brauchen eine leitende Strategie für die nächsten Jahre. Eine Strategie, die Deutschland fest im Netzwerk unserer internationalen PartnerInnen verortet, die sowohl Sicherheits- als auch Friedensstrategie ist. Frau Kollegin, ganz klar, Moment, der Kollege Brandner, bei allem Respekt. Sie ist so abgefuckt, Digga. Respekt,
Die Geschäftsordnung möchte gerne intelligente Zwischenrufe, aber ja, das, ich sage intelligente Zwischenrufe. Eine Rednerin nur stören zu wollen, ist einfach nur stillos. Bitte halten Sie ein bisschen zurück. Frau Präsidentin, meine Damen. Ey, dann kommen wir direkt zu 4-3, das ist so ein Bär. Und Herren, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, was Sie aus unserem ich bin gleich da. Sozialstaat machen. Sie sind im Begriff eine der größten. True, wenn die anderen das sagen, sind Lügner, wenn sie nicht zur Ordnung gerufen, kommt mir zugegebenermaßen auch ab, so vor, als wenn die AfD, was die AfD verdient hat, ich möchte gar nicht schubsen, die hat das so verdient, am maximal rausgemobbt zu werden, während dass AfD-Zwischenrufe mehr öfter bestraft werden, als gleichwertige von anderen Parteien. Und erfolgreichsten, und das sage ich als CDU-CSU-Abgeordnete, die das damals nicht mitbeschlossen hat, eine der größten Sozialstaatsreformen abzuschaffen, abzuwickeln, die sich als ausgesprochen erfolgreich herausgestellt hat. Sie haben damals mit den Reformen der Agenda 2010 dafür gesorgt, dass Bedürftige, dass Arbeitslose, Langzeitarbeitslose endlich aus der Sozialhilfe herausgekommen sind und dann in das Prinzip des Forderns und Förderns überführt wurden. Und was ist das denn bitte für ein Argument, zu sagen, es sind doch nur wenige, die sich nicht an die Regeln halten und deswegen brauchen wir keine Sanktionen mehr? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen doch auch nicht das Strafrecht ab, nur weil es vielleicht wenige sind, die sich nicht an Recht und Gesetz in Deutschland halten. Das ist doch keine Herangehensweise. Unsere Jobcenter vor Ort brauchen Sanktionen. Sie brauchen es auch als Ultima Ratio. Denn wenn wir sie nicht mehr haben, wird sich niemand mehr dazu bereit und imstande sehen, etwas dafür zu tun. Sie haben gerade angesprochen, die Mitarbeitenden in den Jobcentern. Und ich darf Ihnen hier zur Kenntnis geben und mitteilen, dass ich in Nordrhein-Westfalen viel unterwegs bin und mit Leitern und Beschäftigten von Jobcentern rede. An bestimmten Punkten gibt es da auch etwas andere Auffassungen als in meiner Partei. Aber grundsätzlich, der Geschäftsführer des Jobcenters Münster, Optionskommune, CDU-Mitglied, ist stolz darauf, dass sein Jobcenter zu einem zählt mit den wenigsten Sanktionen bundesweit. Und sagt, wir arbeiten praktisch gar nicht mit Sanktionen. In meiner Heimatstadt, in Dortmund, wo mein Wahlkreis ist, ist die Leiterin des Jobcenters sehr angetan von den Plänen, die die Ampel mit Bezug auf das Bürgergeld hat und mit dem kooperativen, ermutigenden und unterstützenden Ansatz. Und möchte gerne als Zielvision dahin kommen, ein so gutes Angebot zu haben, dass keine Sanktionen mehr nötig sind. Und ich finde, dass man diese Realität in den Jobcentern auch durchaus zur Kenntnis nehmen sollte. Danke. Vielen Dank, Herr Tosch, für Ihre Intervention. Nur weil ein Jobcenter möglicherweise es nicht mehr braucht, durch seine gute Arbeit Sanktionen anzuwenden, heißt es nicht, dass es Sinn macht, diese als Ultima Ratio abzuschaffen. Der Mensch ist, wie er ist, und wir haben auch als Politiker eine Verantwortung den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in diesem Land gegenüber. Wir müssen uns dafür rechtfertigen, was wir täglich tun. Und dazu zählt natürlich auch in der Tat nicht nur zu sagen, ich gebe dir Unterstützung, sondern ich fordere etwas dafür ein. Und wenn du dieser Aufforderung nicht nachkommst, habe ich das Recht, das auch zu sanktionieren. Es geht um eine Ultima Ratio. Sie schaffen das ab, Sie wollen das abschaffen, Sie schaffen damit den Anreiz, sich eben nicht mehr an dieses Prinzip des Forderns und Förderns zu halten. Und das können wir nicht unterstützen. Herr Kollege, würden Sie... Nein, ich habe keine Ahnung von dem Thema, deswegen sage ich Among Us.